weiß doch, wäre es möglich, weil es rechtlich erlaubt ist, wenn man Hunger hat, einfach in eine Bäckerei zu gehen und sich Brot zu nehmen, weil es ja ein Grundnahrungsmittel ist, dann würde keiner mehr eine Bäckerei eröffnen. Es würde keine Bäckereien mehr geben, es würde kein Brot mehr geben und die Leute verhungern, es sei denn, es wäre Staatsbrot. Und damit komme ich zu meinem letzten Thema, denn wenn der Staat das Brot backt und verteilt, dann geht's natürlich. Das ist übrigens auch mit den Informationen so. Wenn der Staat die Nachrichten recherchiert und verbreitet, dann geht das. Und da möchte ich ganz kurz nur noch und wirklich unter Verkneifung jeglicher Form von Polemik noch den Anlass nehmen, darauf hinzuweisen, dass wir ja heute diese Veranstaltung, dieses Papier nicht mit der ARD und dem ZDF zusammen unterzeichnen konnten. Und dass dies in gewisser Weise doch ein bisschen auch ein symbolisches Ereignis ist, weil es natürlich zeigt, dass sich ein immer größerer Graben auftut zwischen dem privaten Sektor, der existenziell um ein Geschäftsmodell kämpfen muss in der digitalen Welt und der aus absolut existenziellen Gründen ein Geschäftsverhältnis und dafür einen rechtlichen Rahmen braucht, um mit sozialen Medien, um mit Suchmaschinen, um mit Aggregatoren leben zu können und Geschäfte machen zu können. Die Öffentlich-Rechtlichen brauchen das nicht. Sie haben 8 Milliarden Gebühren. Warum sollten Sie sich irgendwie engagieren in einer Frage wie Leistungsschutzrecht? Aber kann mir einer mal erklären, warum die Öffentlich-Rechtlichen das Leistungsschutzrecht eigentlich nicht verwerten? Müsste man nicht mal fragen, ob das Gebührenveruntreuung ist? Ich, Gebührenzahler, zahle doch, damit Sie so effizient wie möglich Ihr Produkt herstellen und so kostengünstig wie möglich. Jetzt hätten Sie qua Gesetzgeber Zugang zu Erlösen. Sie verzichten darauf aber. Interessanter, ordnungspolitisch interessanter Umstand. Aber es ist ja nur ein klitzekleiner Mosaikstein, der zeigt, dass die Öffentlich-Rechtlichen wiederum aus ihrer Perspektive sehr nachvollziehbaren Gründen überhaupt kein Interesse daran haben, weil sie brauchen kein Geschäftsmodell. Sie haben eins. Sie haben 8 Milliarden Gebühren und deswegen kämpfen sie nicht an unserer Seite. Das müssen wir nur wissen. Deswegen müssen wir uns mit ihnen nicht notorisch streiten. Aber wir müssen wissen, dass es hier immer deutlicher erkennbar werdende Interessensgegensätze gibt. Ich glaube, wenn wir diese Interessensgegensätze doch noch durch eine weise Lösung heilen können und eine langfristig bestandskräftige Architektur schaffen können, die den öffentlich-rechtlichen Sektor mit einem klaren Auftrag, aber auch mit klaren Grenzen und den privaten Sektor ohne Auftrag und ohne Grenzen, sondern in einem Wettbewerb, der gut ist für diese Demokratie, am Leben erhält. Wenn wir das erreichen und wenn wir den rechtlichen Rahmen auf europäischer Ebene zum Schutz des geistigen Eigentums erreichen, dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Dann wird auch in Zukunft der Hund weiter auf so intellektuelle und gebildete Weise bellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.